Hey Leute, herzlich willkommen zum Digi-Adventskalender. Das bedeutet, jeden Tag öffne ich irgendwas von Digimon. Also, heute im ersten haben wir einmal das Starterdeck Heaven's Yellow und 3 BT7 Booster, 2 BT5 Booster und ein BT6 Booster, weil ich nur ein Display habe davon. Naja, schauen wir mal, was wir drin haben. Als erstes öffnen wir dieses wunderschöne Starterdeck, das wir zwar schon alle kennen, aber ich das Ding auch noch zweimal brauche, also schön. Und es kurz vor Weihnachten ist, deswegen freuen wir uns. Und natürlich ist hier noch ein schönes BT1 Booster drin, das ich vielleicht mal früher aufmachen sollte, egal. So, das ist draußen. Das heißt, wir haben noch ein Boosterchen zu öffnen. Das ist super. So, kurz das nochmal aufschnibbeln. Im Grunde kennen wir die Karten. Also die meisten kennen die Karten eigentlich schon aus dem Heaven's Yellow Deck, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Wir haben hier 4 Tokomons, 4 Salamons und auch 4 Tapiomons. Dann haben wir 4 Patamons, nur 2 Angemons, jetzt habe ich ihn 4-mal, Gott sei Dank. 4 Gatomons, auch 4 Unimons, 4 Magnangemons, dann haben wir 4 Angewurmons, 2 Magna Dramon, die ich jetzt auch zweimal, viermal habe. Seraphimon, auch zweimal. Der TK, der ganz cool ist. Dann haben wir Heaven's Gate einmal. Heaven's Charm, zweimal nur, aber jetzt viermal. Holy Flame viermal. Und Seven Heavens, auch viermal. Das war das das Heaven's Yellow Deck. Richtig cooles Deck. Finde ich super, weil gerade meine Sammlung in den Ordner reingepackt habe, deswegen passt das. So, machen wir jetzt einmal das schöne BT6 Booster aus und schauen, was wir daraus ziehen. Ja, ich habe einige Karten gekauft, Booster gekauft. Sind leider noch nicht alle angekommen, deswegen diese kleine Ausbeute nur. Gucken wir mal, ob die anderen Sachen noch rechtzeitig kommen. Wir haben ja noch Gott sei Dank 23 weitere Tage. So, Mammutmon, Eldradimon, Eosmon, Glaive Memory Boost, Panyamon, dann haben wir Skull Mammutmon, Gengakumon, dann haben wir Mimikmon, Bugiamon, Nimbimiramon, Cutting Edge als Rare und Skull Greymon als Super Rare. Ja, nice. Kann auch direkt so weitergehen, finde ich. So, dann öffnen wir schon mal die 2 Omnimon Booster. Wobei ich glaube, im Grunde ist es eigentlich egal. Die Karten kennen wir ja eigentlich schon so alle. Deswegen, ich mache jetzt mal beide auf. Weil im Grunde zählen eigentlich nur die beiden, die wir am Schluss haben. Aber why not? So. Kotomon, Trubmon, Meramon, Wiedmon, Rowdy Rocker, Palmon, Meteor Shower, Banjo Lilimon, dann Fake Agumon Expert, Tsunemon. Als Rare haben wir Visilin und Armageddonmon als Super Rare. Mann, da habe ich ja wieder richtiges Glück, dass ich die Super Rares ziehe. So, nächstes BT5 Booster, Commandramon, Gizumon, Taumon, dann Musiamon, Triceramon, Garurumon, Jokermon, Chris, Peldramon, keine Ahnung, egal. Blazing Storm of Metal, Shooting Starmon, als Rare haben wir den guten Arata Sanada und nur eine Rare Terriamon Assistent. Ja gut, wir können ja nicht immer Super Rares ziehen. So. Dann kommt jetzt BT7 dran. Da werden wir, glaube ich, eine Menge Booster ziehen in einem Adventskalender. Weil ich mir da extra noch ein paar geholt habe, weil mir da noch echt einige Karten fehlen. Ich habe nämlich auch nicht so viele Displays insgesamt von dem gekauft. Deswegen. So, erstes. Hackmon, Philmon, King Varmon, Brave Metal, Godzumon, Luvemon, Saber Leomon, dann haben wir Jet Silphimon, dann haben wir Starlight Velucy, Pride Memory Boost, Koji als Rare und Vere Garurumon als Super Rare. Nice. So, schon mal eine Super Rare wieder. Also Super Rares ziehe ich wirklich viel, merke ich. So, Ace Skater Mode, Blue Hawaii Dev, Monitamon, Metal Kaputeremon, Taskmon, Kendo Garurumon, Ultra Turbulence, Mugen, Koromon, Dai Penmon, dann als Rare den Kota und
Nächste Repairmon, sage ich schon. Nächste Super Rare, Rasenmon. Ja, nice. So, und das dritte Booster. Venigomon, Gigastorm, Shellmon, Monochromon, Dorugamon, Bokomon, Dino Memory Boost, Rhino Capoteiromon, Calling from the Darkness, Dorimon, JP als Rare und Metal Cannon ebenfalls als Rare. Gut, das waren die BT7-Karten. Jetzt machen wir noch das BT1 Booster auf. Ich habe mir auch noch ein paar BT1 Booster geholt. Also den Spaß dürfen wir uns auch geben. So, ja, von BT1 fehlt mir noch sehr viel. Deswegen, also BT1.0. Ah, und hier ist ein leichter Knick drin. Ich hoffe, da ist jetzt nicht eine ultra seltene Karte drin. So, dann haben wir einmal Wilemon. Dann haben wir wie Nova Blast. Dann haben wir Leolmon, Monzaemon, Piximon, Hornbuster, dann Metall Tyrannomon, Looking Back on the Good Times, dann Jagamon, dann Tentomon, Venom Myotismon als Rare und Mad Dog Fire ebenfalls als Rare. Na gut. Es kommen ja noch ein paar Booster von BT1. Alles klar, Leute, das war die erste Tür. Seid gespannt, was morgen kommen wird. Haut rein!